Ja, meine Freunde, willkommen zu einem Video von mir. Wie ihr es oben schon gelesen habt, heute geht es um den Bisan Schokolade Erdbeere. Zur Verfügung gestellt von Robert K., wenn ich mich jetzt nicht täusche. Vielen Dank an dich, ja. Ich muss dazu sagen, das Ganze war extrem, extrem feucht, ja. Ich kann euch ja mal versuchen, den Schnitt hier zu zeigen. Das Ganze war wirklich sehr feucht. Ist es immer noch. Und ich rauche deswegen im Funnel, ansonsten wäre mir die ganze Pisse runtergelaufen. Ja. Kommen wir erstmal zum Geruch. Also die Erdbeere rieche ich raus. Und die Schokolade ist ganz leicht im Hintergrund. Also wo ich das erste Mal gerochen habe, muss ich euch sagen, habe ich gar nichts gerochen. War einfach nur Luft. Aber jetzt hat er langsam ein bisschen Geruch entwickelt. Ja, ich rauche das Ganze in der Amidulic 630. Kamera geht noch ein Stückchen hoch. Mit dem Namor Schlauch. Den Sapphire Funnel. 4 Shisha Club Zürich Kohlen. Jo, und Wasser, ja. Also ich rauche jetzt schon ein bisschen länger. Ich habe gerade geskypt mit dem Alex. Lieben Gruß an dich. Ja, Rauch, wie ihr seht, ist völlig in Ordnung. Ist richtig Bombe. Ja, und zum Geschmack. Also ich weiß nicht, Robert, ob du zu viel Glycerin reingemacht hast oder was da los ist. Meiner Meinung nach schmeckt der relativ lasch. Also man schmeckt eine ganz leichte, wirklich sehr leichte Erdbeere und im Abgang so ein bisschen Schokolade, wenn man sich noch ein bisschen das einbildet. Ansonsten doch relativ lasch finde ich die ganze Sache. Ja. Könnte auf jeden Fall nochmal doppelt oder dreifach so intensiv sein. Habe ich mir mehr erwartet von dem Tabak? Ja. In diesem Sinne war es das auch schon wieder, Leute. Nochmal eine kurze Info an euch. Am Sonntag, 25.11. 18 Uhr Livestream. Kommt doch einfach mal vorbei oder schaut auf der Facebook-Seite Shisha Schmitty oder guckt direkt hier unten auf meiner Homepage. Dort bei Livestream, da seht ihr, wie lange es noch dauert, bis ich den nächsten Livestream mache. Pipapo, mein Chat ist auch verlinkt, ja, würde mich freuen, wenn es diesmal wieder so eine lustige Runde wird wie vor 2 Wochen. In dem Sinne, heute relativ kurzes Video. Wünsche euch ein schönes Wochenende, ja. Wir sehen uns allerspätestens am Sonntag im Livestream oder Montag oder Dienstag im neuen Video. Bis dahin, haut da rein, Leute. Ciao.